Ja, hallo zusammen. Es tut sich einiges und es kommen immer mehr Nachrichten rein. Und ich habe eben auch mit jemandem gesprochen, den ihr schon alle kennt aus dem Ahrtal und aus dem Fernsehen gleichzeitig. Ja, es wird richtig was Tolles entstehen aus der Sache mit der Familie Quade. Und ich habe eben noch Infos bekommen. Ja, eine Betreuerin war hier und noch jemand, die bestens über die Situation Bescheid wissen. Und es ist wirklich Hilfe nötig. Wieso, weshalb, warum, werden wir nochmal ein extra Video machen. Ich bin ja auch nicht so ganz sicher, wenn ich Familien kennenlerne, wie die tatsächliche Situation ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe und die Hilfe ist da genau richtig. Es hat mir eben so ein bisschen nur aus der Erzählung heraus wieder die Schuhe ausgezogen, weil ich natürlich in meiner Welt lebe, wo es das Problem nicht gibt, was zum Beispiel der Ben hat. Aber wenn man so ein paar Details dann weiß, dann ist es schwierig, sage ich mal, das zu verstehen und zu akzeptieren. Aber es ist leider so. Wie gesagt, alles, was jetzt läuft, läuft genau in die richtige Richtung und es hat wirklich mit der Hilfsbereitschaft die richtige Familie getroffen, möchte ich hier nochmal bestätigen. Es war auch ein PayPal-Konto wohl genannt, was wohl auch safe ist. Also das hat schon seine Richtigkeit, wurde mir eben nochmal bestätigt. Hier ist der altbekannte Klingelton, wieder weggedrückt. Ja, für mich ein ganz besonderer Tag heute, weil gleich ist auch der erste Termin vor Ort mit einem Fachmann. Vielleicht mache ich dann auch ein Video. Da geht es um die erste Bodenbearbeitung und die erste Bearbeitung der ganzen Wurzeln. Ich bin hier mit dem Reitplatz beschäftigt. Der dritte LKW-Sand ist jetzt hier. Den muss ich schnell rüberpacken, damit der nächste wieder hier kippen kann. Bei uns zu Hause, das ist das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, ist die Eröffnung unseres Rentnerstalls. Die ersten drei Pferde ziehen ein. Leider bin ich nicht mit dabei, aber die Priorität ist für mich eben hier bei solchen Geschichten und vor allem bei der Familie Quade. Und es sind insgesamt zwei Termine heute, die dort stattfinden. Der zweite Termin wird um 16 Uhr sein. Dann kommt jemand aus dem Münsterland und schaut sich das an. Und ich glaube, wir werden da richtig gut helfen können. Und am Wochenende sind auch noch mal mehrere Termine. Der Jörg Burkhardt, den kennt ihr alle, 5 Euro Haus, ist auf jeden Fall auch vor Ort. Das läuft wohl auch sehr gut an. Was ich eben für eine Zahl gehört habe, das ist beeindruckend. Und ich finde das einfach so gigantisch, dass wir alle da helfen. Willem Hartmann hatte auch schon heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt zu dem Thema, weil wohl in Waldbotzheim ein Zaun liegt, aber das ist nicht der passende Zaun, den hätten wir da verwenden dürfen. Und wie gesagt, alles, was im Baustoffzelt liegt, ist für alle Flutopfer nicht begrenzt auf Waldbotzheim oder Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern für alle. Aber wir wollen da doch lieber einen Doppelstabgitterzaun setzen und irgendwie ziehen alle mit. Das ist einfach beeindruckend. Ihr zieht alle mit. Alle sind mit dabei. Und es hat mit der Hilfsbereitschaft genau die richtige Familie getroffen. Ja. Und das freut mich sehr. Und wir werden auf jeden Fall nächste Woche richtig für Veränderungen sorgen. Und wir nehmen euch auf jeden Fall alle mit, dass ihr Bescheid wisst, wo eure Spenden hingegangen sind, was gerade damit gemacht wird. In dem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden und haltet eure Spendenbereitschaft hoch. Es sind viele Betroffene hier und das sind ja jetzt nur Einzelfälle, die ich euch jetzt zeige, die wir betreuen, aber es werden noch viel mehr die Hilfe benötigen. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.